Hallo und herzlich willkommen zurück zum gechilltesten Dampferkanal aller Zeiten, Freunde. Ja, heute habe ich euch ein sehr, sehr kleines Video mitgebracht, denn heute geht es wirklich nur um das Coilmaster Die Mini Kit. Ein kleines, neues Wickeltäschchen, was meiner Meinung nach echt mobil ist. Also es passt eigentlich wirklich in jeden Rucksack. Das Große hat auch eigentlich in jeden normalen Rucksack reingepasst. Aber das hier ist noch mobiler und ihr habt fast eigentlich alles, was ihr so braucht, um einfach mal schnell eine neue Keule einzubauen oder mal eben Watte zu tauschen. Angefangen von einer Knipszange hier, von einer Kniepszange, was weiß ich, bis eine Schere, Kreuz, Flachschraubenzieher, Vape-Treaser, alles mögliche drin. Ich würde sagen, wir gehen ganz, ganz kurz runter in die Detailansicht und wir machen auch gleichzeitig in der Detailansicht das Fazit. So Leute, das Coilmaster Wickelback wird natürlich hier in so einem Pappkarton geliefert. Ich habe es halt jetzt schon ausgepackt. So sieht das Ganze dann aus. Coilmaster typisch, ne? Es steht halt alles drauf, was drin ist. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Ihr habt halt hier diesen schönen Reißverschluss halt. Den könnt ihr dann aufmachen. Und schon strahlt euch das Wickelback an. So, angefangen selbstverständlich habt ihr hier eine Keramikzange mit Tweezer. Ihr habt ein Kreuzschraubenzieher, ein Flachschraubenzieher, wie in den vorherigen Coilmaster Bags auch. Dann könnt ihr das Ganze schön so zur Seite klappen. Dann habt ihr hier nochmal eine How-to-Win-Card. Also da kann man wohl auch was gewinnen, wenn man das machen möchte. So, das ist die ganz normale Zange, wie bei dem Coilmaster Bag 3.0 und so weiter. Und die wurde ein bisschen neuerer gemacht, würde ich sagen. Also sie wurde definitiv verkleinert für das Mini-Bag. Finde ich ganz geil. Ist auf jeden Fall sehr, sehr handlich. So, hier habt ihr natürlich noch diese Wickelhilfe. Ne, vorne in dem kleinen Täschchen sind noch verschiedene diverse Größen drin. 1,5, 2 mm, 3 mm etc. Ne, das ist halt einfach nur eine Wickelhilfe, wo ihr den Draht reinlegt. Dann dreht ihr vorne und zack, habt ihr eure Coil schon fertig gewickelt. So, wie ihr seht, ist eigentlich nicht viel drin. Ihr habt hier noch ein Netz. Theoretisch könnt ihr das ein oder andere rausschmeißen und das Bag selber auffüllen. So, dann haben wir hier noch zweimal Muschi-Watte dabei, bin ich halt echt kein Fan von. Und nochmal das kleine Täschchen hier. Da sind halt diese diversen Größen drin für die Wickelhilfe. Ich zeige euch das mal einmal kurz. Oh, jetzt wird es gerade ein bisschen schwammig, Entschuldigung. Ah, tada! So, dann habt ihr hier nämlich eure Wickelhilfe. Da steht dann auch immer drauf 3,5 mm oder 4 mm. Dazu braucht ihr diese diverse Stifte, die halt mitgeliefert werden. Das gestaltet das Ganze doch schon ein bisschen leichter für Leute, die jetzt gerade erst anfangen mit dem Wickeln. Finde ich das Ganze echt gut konzipiert. So sieht das dann dementsprechend aus. Na, ich denke mal, ich brauche euch diese Standard-Wickelhilfen eigentlich nicht mehr zu erklären, weil ja, die gibt es schon so lange auf dem Markt und meiner Meinung nach bewähren die sich nicht wirklich, weil sie kaum jemand benutzt. Also ich selber benutze auch nur so einen ganz normalen Wickelhilfestab, da wickele ich mein Draht drum und dann bin ich ganz fertig mit der Geschichte. Ne? Ja, Freunde, das war's quasi schon mit dem Wickelback. Ich würde sagen, wir gehen einfach kurz raus ins Fazit, quatschen noch einmal kurz drüber und bis gleich. Kommen wir zum abschließenden Fazit. Also ich hatte doch jetzt keine große Lust gehabt, das Ganze dann in der Detailansicht zu machen. Ich fand es irgendwie blöd. So, doch, bisschen schon. Deswegen machen wir das Fazit hier. Wie gesagt, also das Fazit sieht bei mir dementsprechend aus, weil es ist definitiv positiv, weil es ist klein, es ist handlich und qualitativ recht hochwertig, weil man kennt es halt einfach so von Coilmaster, weil Coilmaster macht eigentlich keine schlechte Wickelbags. Das ein oder andere fragt man sich immer noch, wieso die Schere. Ja, dieses Gefummel mit dem Auseinanderziehen und so weiter, das nervt mich persönlich ein bisschen, aber das sind Luxusprobleme. Die Schere schneidet wirklich trotzdem sanft, schön die Watte durch, gar keine Frage. Was ich ziemlich knuffig finde hier an diesem Wickelback ist die kleine Schere, also die kleine Knipszange. Das Gute ist an den Knipszangen, die habt die Seite hier, die ist richtig schön flach, dass ihr wirklich ganz, ganz toll an die Post drankommt. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich kriege die Krise, wenn ich das mit so einem komischen Elektriker-Scheißdreck-Werkzeug machen muss und ich komme da nicht dann bis dahin, wo ich da hinkommen will. Ne? So, gut, dass dieses komische, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie die Scheiße heißt, hier diese Wickelhilfe. Einen Moment. So, hier diese Wickelhilfe. Ja, es ist eine Erleichterung für Leute, die, sage ich mal, jetzt gerade erst einsteigen. In das Wickeln ist das definitiv sinnvoll,
Ich persönlich benutze immer noch meine ganz normale 3,5er, 3 und so weiter Wickelhilfe, wo ich mein Draht von Hand drum wickel, wenn ich es denn überhaupt noch selber mache. Eigentlich nur noch bei den Nikrom-Drähten für meine Tubes, aber alles andere, sowas wie hier, benutze ich nehme. Aber ich sag immer mal so, nice to have. Es ist echt gut für Leute, die gerade anfangen, wie eben schon erwähnt, könnt ihr das definitiv benutzen und es ist auch sinnvoll, weil dann kriegt ihr auch vernünftig die Drähte nebeneinander und das Ganze sieht ordentlich aus, ne? Und erspart euch eine Menge Ausrichtarbeit und weiß der Geier was. Gut, Flachschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher war immer schon gut gewesen, egal in was für ein Coilmaster Back. Ich mag diese Schraubenzieher allein schon, weil die diesen Drehkopf haben, das heißt, ne, man hat diesen, ich zeig's euch einfach. Man hat den halt hier so in der Hand und meistens schraube ich halt so. Man braucht nicht immer so dieses Nachsetzen wieder zu machen. Man kann einfach durchschrauben, tipptopp. So, Vape Tweezer funktioniert selbstverständlich auch gut. Aber was man sich natürlich sparen kann, wäre natürlich vielleicht diese Watte. Diese ganze Muschi-Watte ist gottverdammt scheiße. Also ich benutze persönlich nicht. Ich habe so ein paar andere Wattensorten, mit denen ich mich im Moment sehr, sehr gut angefreundet habe. Es war jetzt zeitweise sehr oft diese Vape-Korten von Kendo Vape. Mittlerweile habe ich sehr oft die Ango Rabbit oder wie sie heißt und diese Vapor Giant Watte, die ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich habe echt nicht viel davon erwartet, aber sie ist okay. Man kann sie definitiv benutzen, Freunde. Ja. Letztendlich, ob ihr das Teil hier unbedingt braucht, liegt auf eurer Seite. Ich wollte es haben. Ich habe sowieso so einen kleinen HWV, auch allein schon wegen den Videos. Aber ich finde es echt praktisch für unterwegs oder fernfahren, die Karre reinzuschmeißen. Ich weiß, ihr hört bei mir sehr oft Auto, aber es liegt auch daran, dass ich sehr oft in meinem Auto bin, sehr viel Zeit in meinem Auto verbringe, durch die ganze Fahrerei hin und her, dies, das, pief, paff. Aber Freunde, wie gesagt, Coilmaster Back kriegt auf jeden Fall mal so ein, ich sag mal, eine starke 8,5 von 10 definitiv. Das eine oder andere hätte man können vielleicht noch dabei machen. Kleine Keramikzange, aber das haben sie sich wahrscheinlich durch den Vape-Tweezer gespart vorne, weil der soll wohl auch Keramik haben, aber ich weiß nicht. Ich bin halt so ein Keramikzangenfreund, von daher. Man kann aber auch nicht alles in solche Mini-Bags machen. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like oder ein Abo da, wie immer. Ihr kennt das. Nur so kommen wir alle weiter. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus.